Let's Plays und Genshin Impact. Ja, wir waren ja zuletzt bei der Questreihe von der Zahn der Verderbnis, wo wir einige Zahnknochen gesammelt haben. Und ja, wir brauchten jetzt eigentlich nur noch einen Prototypen. Und den wussten wir nicht, woher wir die kriegen. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich jetzt offline ein bisschen nach diesen blutroten Achaten suchen werde. Und jetzt habe ich wieder genug, um den Baum auf Stufe 8 zu bringen, und dadurch müsste ich jetzt freischalten. Permafrost, blutrotes Verlangen. Mit jeder Opfergabe wächst der Permafrostbaum und beginnt nach mehr Kraft zu dürsten über seine Wurzeln, die sich über den gesamten Drachengrad erstrecken. Kann er weitere blutrote Arate aufspüren, die in regelmäßigen Abständen aus dem Fluss der Elemente hervorströmen. Stille sein Verlangen und sammle überall auf dem Schneeberg blutrote Arate, um deinen reichen Belohnungen des Permafrostbaums zu erhalten. So, und dadurch haben wir jetzt das hier freigeschaltet. Und dort gibt es eine unbearbeitete Stangenwaffe. Und damit müsste ich jetzt mit der Questreihe weiterkommen. So, mehr kann ich gerade nicht darbringen. Zeit bis zur Aktualisierung. Auch 10 Stunden. In 10 Stunden oder 9 noch was ist Montag 4 Uhr. Könnte sein, dass deswegen Reset ist. Dass es einfach einen täglichen Reset gibt. Oder vielleicht sogar einen wöchentlichen. Ich weiß es nicht. So, eisige Ernte. 5 Stück. No one's joined me on an... Besiege alle Gegner. Ach so, das kann ich jetzt machen noch. Und dadurch finde ich dann noch neue. Ah, die sind jetzt hier überall. Okay, ich verstehe. So, aber erstmal. Das hilft mir nur, damit ich noch weitere Belohnungen kriege. Das sollte ich aber auch machen noch, weil sonst ist es ja morgen weg. Aber erstmal wollen wir hier die Questreihe weiterbringen. Und irgendwas anderes haben wir auch gerade abgeschlossen. Ach so, Permabaum auf Stufe 8. Gibt noch ein Level, beziehungsweise 2. Ah, ich habe gehofft, dass du vorbeikommen würdest. Pass auf, bevor du den ganzen Drachenzahn sammelst. Oh, wie ich sehe, bist du längst fertig. Ich bitte um Verzeihung, aber ich habe ein kleines Problem. Egal, womit ich dieses Ding auch schlage, ich kann einfach keinen einzigen Splitter davon abkratzen. Das ist wohl doch ein echter Drachenzahn. Wenn dem so ist, dann gibt es meines Wissens mehrere ziemlich komplizierte Methoden, um mit diesem Material zu arbeiten. Eine davon ist, den Drachenzahn in eine Art Lebenskraft absorbieren zu lassen. Benutze dann den mit der Lebenskraft versehenen Drachenzahn, um die anderen Stücke Drachenzahn in Form zu bringen. Wie kann man etwas mit Lebenskraft bereichern? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Hast du eine Idee? Großartig, hier nimm diesen Drachenzahn und ich werde dir dieses ganze Ding überlassen. Wenn ich allein die Zähne so viel Ärger versuche, dann müssen die ganzen Drachen extrem komplizierte Kreaturen gewesen sein. Erhalte Drachenzahn mit neuer Lebenskraft. So, ich wollte gerade sagen, ja, vielleicht geht das ja jetzt da unten in dieser Höhle, wo dieses Herz pulsiert hatte, weiter. Ach, hier ist sogar noch was. Müsste ich mir mal merken. So, das zeigt mir nur, dass die Höhle unter mir ist. Ja. Oh, Gegner. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wouldn't gliding be faster? Time for takeoff. Let's play. Life goes on. Schöner Feuersturm. Krass, wie heftig deren Schild hält. Brace yourself. Okay,
Okay, haben wir. Verwende den seltsamen Zahn, um die Lebenskraft des Herzens zu extrahieren. Und wie macht er das? Einfach reinstecken, oder was? Oh, das Herz hat wohl doch noch reagiert. Achtung, wir sollten... Da kommt etwas unerwartet. Moment, da kommen ein paar Leute. Noch mehr von denen. Perspektive ist manchmal echt nervig. Ich könnte meinen Charakter nicht wechseln. Ist natürlich sehr nett. Ja, Bennett macht jetzt langsam Schaden, aber auch nur weil er die Waffe hat, die Eventwaffe. Ich hoffe, danach kommt kein weiterer Kampf. Es kommen natürlich weitere. Noch mehr. Feuersturm und Blitz dazu. Ich frage mich manchmal, ob die sich wirklich teleportieren oder ob mein die einfach nur rumwagen gerade. So, aber ich glaube, das ist der letzte. Geschafft. Schade, dass die mir keinen Loot geben konnten. Interessant. Etwas wirkt nun ein wenig anders an diesem Drachenzahn und scheint auch viel unheilvoller. Bringen wir ihn zu Orban. Meine Güte, der Glanz und die Textur. Du hast es wirklich geschafft. Du hast den Zahn mit Lebenskraft angereichert. Wahnsinn.
Du bist ja wirklich ganz außergewöhnlich, mein Freund. Das ist großartig. Ich habe schon jemanden das Sternensilber verarbeiten lassen. Gib mir ein oder zwei Augenblicke. Ich lasse diese Waffe sofort anfertigen. Weil man sagt, er hat schon jemanden das Sternensilbererz verarbeiten lassen. Normalerweise hätte ich den Rohling eher benutzt, um die Waffe für Xiang Ling zu verbessern, weil die habe ich schon auf plus 3 oder so. So, fertig. Hier, halt das mal. Wie fühlt sich das an? Oh, keine Sorge, du musst nicht dafür zahlen. Die Gelegenheit, mit diesen Materialien zu arbeiten, war ein seltenes Vergnügen. Lass deinen Mora stecken. Na gut, ich glaube, dass diese Einhände für ein Abenteuer bereit ist. Nicht wahr? Ich hoffe, dass du gut darauf aufpassen wirst. Drachen- und Speererfolg bekommen. Den Vierer und das Rezept. Stufe des Permafrost auf 8 gebracht, stimmt. Fertige Waffe aus den Überresten eines Drachen habe ich. So, jetzt fehlt nur noch 12, dann haben wir das hier fertig. So, das Rezept lernen wir mal noch. Und dann gehe ich mal kurz nach Mondstadt. Fehlt nur noch ein gerechter Tausch und wir haben alle Quests von Mondstadt fertig. Welterkundung sind wir jetzt auch schon auf 95. Reichlich. Fehlen noch ein paar Kisten. Und da ist er, Drachengrad Speer. Er stellt beim Treffen von Gegnern mit Standardgriffen heftigen Schlägen mit einer Wahrscheinlichkeit von 60% über den Gegner in Kristallkern ewigen Eises her. Achso, den hatten wir uns ja schon angeguckt. Oh, das kann jemand anders machen. Zhong Li gibt beim Schmieden von Stangen 15% des verbrauchten Erzes zurück. Achso, ich brauche also erstmal 50, aber ich krieg's wieder. Und so wie es scheint, muss man dafür jetzt auch Drachenzähne zukünftig sammeln und die dann aber auch ermächtigen. Und dann brauche ich sogar 8 statt nur 4, wie wir es jetzt hatten. Krass, krass. Das wollte ich nicht. Da ist er. Aber nur in Stufe 4. Gut. Damit sind wir aber soweit durch. Es gibt nichts mehr zu tun. Keine Quest mehr offen. Deswegen machen wir hier erstmal eine Pause. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.